Und es geht wieder los. Habt ihr Bock auf Satisfactory? Na dann, ab geht's. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit Ragnar Bertholdsson. Ich spiele wie immer alleine. Der Gowski hat jetzt sein Geheimprojekt bekommen, nämlich einen eigenen Gaming-Rechner. Theoretisch könnte er damit sogar Satisfactory spielen, aber er sagt, das ist nicht so seins. Ne? Nur Aufbau, ist ihm denn doch ein bisschen zu lame. Was war das denn gerade? Ah, hier. Das ist ja assi. Das will ich so nicht. Das ist ja Höllenkrebs. Moment. Das ändern wir. Was? Nicht genug Freiraum. Das auch noch. Ach komm. Das können wir gar nicht ändern. Na gut. Gucken wir mal, ob wir irgendwann hier Stromteile für die Seite kriegen. Wo waren wir gerade bei? Wir haben unseren Weltraumlift gebaut. Wir haben hier ein wenig aufgerüstet. Das ist alles feini. Daraus werden ganz viele Eisenrohre. Da ruckelt es vor sich hin. Warum ruckelt das so? Okay, jetzt läuft es sauber. Jetzt ruckelt es. Sauber. Ruckeln. Sauber. Ruckeln. Sauber. Warum ist das so? Das will ich so nicht. Wo sind hier die Optionen? Kann man nicht angehen. Weitsicht. Nee. Alles okay. Was soll denn das? Spieloption. Und Zweckqualität, bla 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 bla. Naja gut, ich nehme das hin. Wieder einmal. So, wie sieht es mit unseren Röhren aus? Wir haben ausreichend, sehr schön. Und auch hier sammelt sich ordentlich was an. Du bist fleißig dabei, Schrauben zu produzieren. Ach ja, du war ja das Ding. Dass du aus irgendeinem Grund nicht mit der maximalen Effizienz läufst. Aber ich hoffe einfach mal, dass das hier mit dem Fließband zusammenhängt. Und wir einfach schnellere Fließbänder brauchen. Okay, womit machen wir heute weiter? Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich war gerade mit dem Hund draußen und habe jetzt noch ein bisschen Luft. Und wollte jetzt eigentlich gucken, dass ich noch eine Folge aufnehmen kann. Aber was, weiß ich tatsächlich noch nicht. Was ist das denn? Willst du mich verschaukeln? So, hier. Da kommt eine Wand hin, Junge. So, wir haben den Weltraumlift. Wir brauchen da jetzt, glaube ich, Rotoren und was war es denn noch? Versteckte Eisenplatten. Wenn ich mich nicht irre, die ja hier gerade gefertigt werden. Und noch gar nicht mal so viele sind. Und wir müssen irgendwie eine Produktionsstrecke so bauen, dass die zuliefern kann. Das mit dem Türmchen da ist ja auch reichlich komisch, ne? Wollen wir das mal so machen? Ich meine, finde ich ja grundsätzlich erstmal cool, den Turm. Wir gehen mal nochmal runter. Zack. Haben wir hier ein Fundament dran. Vielleicht auch ein kleines. So, das sieht doch ganz nett aus. Steht auch nicht über oder so. Alles cool. So, hier werde ich aber auch gleich nochmal ein bisschen was anflanschen. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier... Das wollte ich immer mal gucken. Kann ich... Die 9 ist das. Die kann ich ja drehen. Ja, und bauen kann ich sie natürlich auch. Aber ich kann sie drehen. Kann ich sie auch anders drehen? Quasi so seitlich? Das wäre ja irre cool. Aber ich glaube nicht. Schade. Sehr schade. Aber naja. Okay. Wir gucken erstmal, wo wir hier die Zuläufe hinbauen müssen. So, einmal muss hier Zulauf. Okay, alles Zuläufe. Grundsätzlich erstmal cool. Das ist auch ein Riesenteil, ey. Meine Fresse. Rotoren und versteckte Eisenplatten. Dafür bitte Ressourcen laden. Gut. Gut, wir könnten jetzt selber nehmen. Wir müssen die anliefern. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir Rotoren bauen können. Das ist wahrscheinlich wieder... Hui! Zack. Mit dem Manufaktor. Wobei es da etwas unübersichtlich werden könnte, wenn wir jetzt hier noch einen hinklatschen. So, was kannst du denn alles produzieren? Rotoren auch. Brauchen wir... Ebenfalls. Ne, da brauchen wir nicht Eisenplatten und Schrauben, sondern wir brauchen
Eisenstangen und Schrauben. Aber von der Sache her, der modulare Rahmen ist auch recht easy gemacht. Okay. Da wir hier Schrauben haben und da wir hier Eisenstangen haben, wäre es ja sinnig, wenn wir hier weitermachen. Und noch viel sinniger wäre es eigentlich, wenn wir das Ding weiter nach hinten setzen. Das wäre, glaube ich, wesentlich klüger. Dann könnten wir hier hinten nämlich zwei Manufaktoren nebeneinander setzen. Die einmal von da und einmal von da beliefert werden. Und ich glaube, das werden wir tun. Und jetzt haben wir hier Ewigkeiten dran rumgebastelt, dass das so alles funktioniert, wie ich das bis hierhin haben wollte. Und jetzt stelle ich das wieder auf den Kopf. Das ist so ein typischer Bertholdson. Wo ist die andere jetzt gelandet? Egal. So, machen wir erstmal Platz. Und kein Beton mehr, aber egal. Den holen wir nochmal nach, da haben wir genug da eigentlich. Ja, aber das schöne Fließband muss ich wieder weghauen. Das ist eigentlich ärgerlich. So, einmal hier ran. Och, ja. Bisschen Beton haben wir. Warum brauche ich einen zweiten rangehen? Ja, komm, einen nehmen wir noch mit. Wow, das war knapp. Haben wir 400 Beton erstmal da. Damit kann er schon mal ein bisschen was anfangen. Und dann werde ich einfach mal anfangen hier mit dem ersten Manufaktor. Den werde ich einfach hier hinter setzen. Der war so groß, ne? Obwohl, ja, zwei Platten. Das heißt, ich brauche hier ein Freilassen bis hierhin. Meine Fresse. Riesending. So und so. Und dann brauchen wir... Ach, da braucht man ja spezielle Sachen für. Was brauchen wir denn für Rotoren und die... Na, wie heißen sie noch? Modularen Rahmen. Dafür holen wir uns erstmal ein paar Eisenstangen. Versteckte Eisenplatten, die haben wir ja nun. Oh, Stack voll schon. Geil. So, dann gucken wir mal, wie wir den modularen Rahmen bauen. Ich möchte hier eigentlich nochmal so ein Produktionsteil haben. Ich möchte hier ein bisschen flexibler in meiner Arbeitsgestaltung sein und nicht alle 5 Minuten hin und her rennen. Das nervt mich sonst. So, das heißt, wir bauen hier nochmal eine Werkbank. So hin. Und eine Ausrüstungswerkstatt, einfach aus Prinzip. Ne, damit das hier vollständig ist. Einer hinten geht nicht, schade. Machen wir es jetzt mittig? Eigentlich schon, ne? Aber ich hätte es da auch lieber direkt dran. Moment mal. Dich setzen wir mal ein bisschen weiter zur Seite. So. Und Ausrüstungswerkstatt. Zack, einmal umgedreht. Bauen wir dann nämlich hier so mit dran. Finde ich das gut? Ich glaube, das finde ich gut. Ja, finde ich okay. So, jetzt gucken wir mal. Modularer Rahmen. Wo haben wir sie? Da ist er. Könnt ihr sogar schon bauen. Perfekt. Wie viel brauchte ich? Habe ich natürlich wieder nicht geguckt. Egal, ich mache ein paar mehr. Erstmal haben. Nicht genug Material. Ja, das ändern wir ganz schnell. Komm mal her. Wir haben Eis hier. Na komm. Ja, mehr als genug haben wir da. So. Mehr modulare Rahmen. Wieso sind die eigentlich nicht ganz unten? Das ist total bescheuert. So. Der kann da, der da hinten kann ja erstmal weiter produzieren. Das ist eigentlich überhaupt kein dickes Problem. So, und dann lassen wir die Platte hier frei. Und da bauen wir noch einen Manufaktor hin. Von allem genug da. Ne, Rotoren haben wir gar nicht. Ja. Stellen wir die nur fix her. Ich weiß nicht womit, aber wir machen es. Machen wir so. Rotoren. Da. Schrauben brauchen wir dafür. Haben wir zum Glück auch mittlerweile gut produziert. Ja, ein paar, ne? Perfekt. So, ich glaube, 4 brauchten wir. Wir machen also fix
8 fertig. Dann setzen wir einmal das Fundament hier gleich neben. Das müssen wir ja so oder so erweitern. So. Und so. Na komm. So. Und links und rechts ein bisschen Freiraum lassen, damit das auch gut passt. So. Jetzt machen wir also. Bauen wir den hier und hier? Ich denke ja, ne? Also hier ein und daneben ein. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier ein bisschen verschwendeter Platz ist nachher. Aber da kann man ja am Bahnhof oder sowas ransetzen, oder? Ja, bestimmt. So, den Manufaktor, den guten. So, ein bisschen Midic. Das ist aber auch ein Riesenteil, ey. Meine Fresse. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Der braucht... Das ist der, der Schrauben... Wir machen das mal so. Und der daneben... kriegt dann nämlich von da seine Waren. Das heißt, hier ran. Und muss entsprechend... So, das passt. Kriegt von da dann die Schräubchen. Nee, kriegt er. Nee, Moment. So, da kommen die Eisenstangen rein. Bei dem kommen da. Nee, der wird anders gebaut. Moment. Das ist so nicht so, wie ich das will. So. Das heißt, ja, das ist mittig. So. So müsste passen. Das sieht auf den ersten Blick asymmetrisch aus, ist es aber gar nicht so sehr. So, jetzt kommt das Ding erstmal weg und der ganze Schnudder hier kommt sowieso weg. Zack. Da wird bitte nichts mehr geliefert. Schicht im Schacht. Im wahrsten Sinne. So. Dann haben wir hier ja diese schiefe Eisenkette. So, jetzt können wir nämlich so machen. So, 1, 2. Das sind 3 frei. Gut. Dahin. Und jetzt müssten wir sauber. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt kriegt ihr schon mal wieder Eisenplatten. Jetzt gibt es einmal von hier Schrauben. Für dich. Und einmal Schrauben für dich. So. Das steht. Aber ich will hier lang laufen können. Ich will hier definitiv langlaufen können. Das heißt, Minimum so, besser so. Aber mehr als das wird nicht gehen. Wir gucken mal. Wahrscheinlich ist das zu steil. Ja. Mist, Mist, Mist. So, das klappt schon mal nicht, wie ich mir das vorstelle. Wie assi. Das heißt, ich muss wieder mit dem Lift bauen. Ah, diese Lifte sind eigentlich gar nicht so effektiv. Aber wir können höher, ne? 1, 2, 3. Und das gleiche... Ja, können wir nirgendwo hinbauen. Scheiße. Ah, jetzt haben wir wieder dieses Problem vom letzten Mal. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das gelöst habe, ne? So. Und wenn wir da einen Förderlift reinbauen. Warum habe ich den jetzt so hoch gebaut? Ist überhaupt nicht nötig.
So. Jetzt ein Lift. Zack. Ist natürlich nicht passig. Oder? Nun geht das nicht. Das soll gehen. Hm. So, was passiert, wenn ich den jetzt hier lösche? Das geht. So. Dann machen wir so. Schon mal die Höhe. Dann stellen wir das schon. Ah, zu flach. Nochmal das Ganze. Aber gut, das können wir ja nachher angleichen. Wir machen das mal nicht schwerer, als es ist. So. Und so. Dann reißen wir den hier nochmal weg. Und machen nochmal einen neuen ran. So. Ich hoffe einfach mal, dass es eine Höhe ist. Und so. Und dann passt das doch, oder? Jo. Das ist doch nice. Das reißen wir nochmal ab. Weil die brauchen wir da nicht. Und dann ist das schicki. Wir können hier drunter durchlaufen. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Wir müssen hier nicht jedes Mal den Scheiß wegreißen. Theoretisch könnte ich auch hohe Förderbänder bauen. Aber nein, wir lassen das erstmal auf der Höhe. So, jetzt haben die natürlich noch keinen Strom. So, 1, 2, 3. Wir könnten vielleicht den Strom hier rüberlegen. Denn das ist eh toter Platz. Von da. Ey. Ey. So. Und was ist da das Problem? Nicht genug Freiraum. Na, okay. Und mal so. Hier genau. So. Na, irgendwann ist man echt ein bisschen. Kriegt man Spleen, ne? So. Und mehr brauchen wir erstmal gar nicht. So. Dann können wir nämlich von dem da nach hier gehen. Nicht genug Freiraum. Ist der Scheiß schon wieder im Weg? Ah. Also warum man das eine über das andere bauen kann und dann nicht andersrum, weh mir nicht in den Kopf, aber okay. Wie immer nehme ich das stoisch hin. Scheiß hier. So. Dann sind wir schon mal so weit. Das Ding läuft wieder. Wir brauchen aber noch einen, nur zwei hier vorne. So. Der geht nachher darüber. Von da nach da, von da nach da, von da nach da. Tada, alles läuft. So, jetzt gucken wir mal. Könnte strommäßig wieder mehr eng werden. So, hier waren Eisenrohre. Für Rotoren brauche ich Eisenstangen noch. Sehr gut. Ist das schon mal richtig? Und hier kommen verstärkte Eisenplatten. Dafür brauchen wir Eisenplatten und Schrauben. So, der kriegt schon beides. Und fängt dann gleich an zu produzieren. Dem fehlt noch eine Sache. So. Überhaupt kein Ding. So, dann haben wir hier eine relativ lange, unsinnige Strecke. So, auch hier wird es mit dem Laufen wieder so eine Sache, aber ich glaube, damit kann ich eher leben. Kann ich eigentlich. Muss ich mal was ausprobieren. Kann ich da drüber bauen? Wir probieren es einfach mal aus. So. Ne. Schade. Sehr, sehr schade.
Habe ich das nämlich einfach hier so rüber zugeliefert. Ich will mittlerweile mehr auf Gehwege achten und sowas. Weil das wird sonst auf Dauer echt lästig hier. Von hier nach da und von da nach da. Ist natürlich wieder mal zu steil. Was auch sonst. So. Das dürfte gehen. Jo. Oh, sogar. Boah, das ist ja. Das gefällt mir. So. 1, 2, 3. Hier einen ganz hohen. Dann. Gefällt mir das so. Ich weiß das selber noch nicht so genau. Nee, das geht mal gar nicht. Hier will ich laufen können. Dann machen wir so. Und so. Aber mal gucken. Natürlich ist das zu steil. Ach Mensch, nie klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Geht das? Ja. Gut, dann musst du aber, wohl oder übel, so. Das ist auch nicht so das Schönste, aber okay. Das ist okay. Gucken wir mal, wie sieht das aus? Das ist okay. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Freiraum. Können da durchlaufen. Ich brauche nicht. Und von hier gehen wir daran. So, dann haben wir das Ganze schon mal vernünftig begehbar hier. Jo. Du sollst auch schon produzieren. Und fängst wahrscheinlich auch gleich an. Schon mal ordentlich Schrauben da. Und Eisenstangen dürften jetzt kommen. Kommen die auch? Jo. Sehr schön. Dann haben wir jetzt Produktion Eisenstangen, Produktion Rotoren. Das ist so ziemlich alles, was ich auf dem Tech-Level erwarten kann. Jo. Feini fein. Der haut jetzt hier natürlich ordentlich raus, ne? Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Nee, auch nicht. Könnte den hier umgehen. Wir probieren mal was. Quatsch. Nee, doch, richtig. Nochmal weg hier. Das probieren wir. Na egal. Schon gehen. Okay, immer noch nicht. Warum ist da ein Knick drin? Das verstehe ich nicht. Ist doch schnurgerade. So, wenn wir nämlich hier in Förderbank lang machen. Und dann hätten wir hier nämlich immer noch einen Schraubenvorrat, für was auch immer wir ihn brauchen. Ja, ich glaube, ich mache das erstmal so. So, und von da oben kommen die Eisenstangen. Ja, so finde ich das gut. Ne? Erstmal haben. Man weiß nie, wofür man es mal braucht. Ich will immer ein bisschen Ressourcen in der Hinterhand haben. So, jetzt muss das Ganze noch irgendwie zum Weltraumlift. Da muss ich tatsächlich erstmal hoch und gucken. Und das müssen wir dann ja alles so schrittweise aufteilen, ne? So, also kommen wir am Ende 3 Stück. Das heißt 1, 2 und 3.
Einer geht hier rein. Gucken wir mal. Kommt wahrscheinlich gleich nicht genug Platz. Ich sehe es schon kommen. Nee, da sollst du hin. Ja, zu steil. Aber wir können es ja einfach so machen, oder? Das sieht eigentlich immer noch gut aus. So, dann führen wir hier nämlich über die Förderbänder irgendwas Drittes nachher noch zu. Allerdings kommen die Förderbänder nicht von da. Scheiße. Mann ey, wieso denke ich immer nur an die Hälfte? Wir gucken jetzt erstmal, wo die Förderbänder herkommen. Hallo Maus. Das war garantiert irre unangenehm im Ohr. Hier jetzt so gehalten, dass wir hier tatsächlich immer schön draußen langlaufen können. Ja, und wollt ihr jetzt gerade anfangen, hier oben den Weltraumlift zu beliefern? Jetzt habe ich gerade gesehen, wir brauchen jetzt mal noch ein bisschen Platz. Und das machen wir jetzt auch erstmal. Ja, wir klatschen hier immer noch ein Fundament dran. Wir brauchen Minimum 3 Stück nach hinten. Und werden damit oder von hier aus dann die Fließbänder weiterlegen. So, und hier stoßen wir nämlich tatsächlich auch schon ans mögliche Ende des Komplexes, zumindest vorerst. Aber das passt von der Sache her erstmal noch ganz gut. So, wir brauchen jetzt 2 Container. Zack. Die sollten nicht das Problem sein. Die habe ich übrigens leicht versetzt gebaut, damit die Fließbänder hier weiter gerade laufen können. Also das läuft gerade und das da hinten läuft tatsächlich auch gerade. Das ist halt so eine Optikfrage. Das sieht hier jetzt vielleicht erstmal komisch aus. Aber ich glaube, es wird gehen. So, was ich hier jetzt aber haben will, und zwar dringend haben will, ist zum einen hier den Container und hier noch einen Container. So, die sitzen auch parallel, die werden auch ganz normal angeschlossen, aber ich werde hier wiederum 2 von diesen Verteilern hinbauen. So, erstmal kommt hier ein Mast, das möchte ich dann aber bitte wieder mittig haben. 1, 2, 3, nee, geht eh nicht, müssen wir nicht höher bauen als es sein muss, obwohl, doch, muss es, ich will hier weiterhin durchlaufen können. 1, 2, 3. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann weiter durchlaufen kann, aber wir werden gleich sehen. Irgendwie wird das schon gehen. Wieso kommt hier eigentlich nichts raus? Produzierst du nicht? Du kriegst nicht genug Schrauben. Ist ärgerlich, ne? Hier kommen kaum genug nach. Ich glaube, ich muss mal noch einen Schraubenzweig hier aufmachen. Dafür holen wir uns dann aber nochmal Eisen ran. Kriege ich hier noch einen Fusionator hin? Logistik. Förderbandfusionator. Ja, das passt sogar. Das ist ja ganz praktisch. Können wir hier nämlich nochmal einen zwischenlegen. Können wir eigentlich auch direkt da dran schließen. Und dann führen wir hier einmal nochmal Schrauben zu. Wir legen da gleich nochmal eine Eisenstrecke an, glaube ich. Weil irgendwie sind Schrauben dann doch Mangelware. Ne, dadurch, dass ich hier vorne 2-mal aufsplitte, kommt einfach nicht genug an. Also der haut hier ordentlich raus, wenn auch nicht genug. Und wenn auch nicht volle Pulle, ich weiß immer noch nicht warum. Der hat von allem genug da. Also ohne Scheiß, wenn ihr das wisst, haut mir das in die Kommentare. Ich weiß nicht, warum der nicht volle Lotte produziert. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass er das nicht tut. Der ist voll
mit Ressourcen. Aber produziert nicht volle Lotte. Also kann natürlich sein, dass das Förderband das hier nicht wegkriegt. Ne, nicht schnell genug. Und deswegen, brr, blöd. Aber egal. So. Wie dem auch sei. Ist ja erstmal noch Zukunftsmusik. Alles noch scheißegal. So. Hier sollte dann irgendwann mal Rotor rauskommen. Wenn der mal soweit ist. Oh, jetzt wird mal einer produziert. Schön. So. Aber jetzt machen wir hier nochmal einen Förderblatt-Splitter hin. Können wir den hier irgendwie einsnappen? Weil das nervt mich ja jetzt schon wieder Hölle. So. Da passt's. So muss er ran. So, wird die Hälfte geliefert und die andere Hälfte. Oh, auch schick. Auch sehr schick, aber brauchen wir gar nicht. So, das kommt jetzt. Jetzt bin ich daran und dann ist das mit dem Durchlaufen schon wieder so eine Sache, ne? Ich mache hier mal wieder so einen Lift dran. Da kommt eh nicht so viel durch. So. Nervt mich ehrlicherweise jetzt schon. Nervt mich maximal auch. Wie scheiße ist das denn? Hm. Na gut, steckst nicht drin, ne? So, und dann kommt hier nochmal ein Splitter hin. Dann haben wir das hier 50-50. So. 1, 2. Oh, steht der echt daneben. Warum hakt denn der da nicht so schön ein? Das nervt mich. So, passt das jetzt? So passt das, oder? Ja. Klack. So. Ein bisschen weg müssen wir. Ich will ja nur so ein bisschen durchkommen. Mehr will ich hier ja gar nicht. Hier will ich vor allem durchgehen können. Oder? Will ich hier fahren können? Ne, hier will ich irgendwann mal fahren können. Scheiße. Scheiße. Mann ey. Ist hier schon wieder alles nicht so, wie ich mir das wünsche. Aber gut. Moment. Machen wir einmal so. Dann bauen wir so einen netten kleinen Lift. Pup. Gucken, dass der passig ist. Ich hoffe, das ist so. Ist da ein Gefälle drin? Ja, da ist ein Gefälle drin. Passt mir schon mal nicht. Ja, und an sich sind die Lifte hier auch gar nicht so wild. Denn... schon wieder nicht. Mann ey! Quatsch. So, jetzt gucken wir mal. 1, 2. Das hatten wir, glaube ich, eben. Machen wir mal so. Jetzt sitzt's. Sehr schön. So, das geht soweit. Das geht dann nur so. Was war das jetzt? Egal. Das ist ganz regal. So, können wir hier einen hinsetzen irgendwie? Ja, können wir. Kommen wir von da nach da? Kommen wir auch nicht durch. Ach, Mensch ey. Ja gut, dann muss das jetzt leider so sein. Da läuft's darüber und dann kann der aber eigentlich auch weg hier. Das ist ja totaler Tinnif. Aber zum Ausrichten war der erstmal ganz gut. So. Dann laufen schon mal drei Förderbänder. Ist doch ein Anfang. Damit können wir arbeiten. Warum? Nur weil ich hier durchlaufen will, ey. Ich bin unzufrieden damit. Das ist also komplizierter, als es sein müsste. Was mich ja immer so ein bisschen nervt, ne? Aber gut. 1, 2, 3. Das ist ja passig. 1.
2 und 3. Dann kommt hier erstmal wieder. Oh, hier ist schon Steigung. Dann müssen wir hier weit früher anfangen mit. Machen wir mal voll hier. So, dann nehmen wir wieder drüben gleich so ein 10er. Was hier? Doch, geht. Sehr schön. Machen wir gleich 2 nebeneinander. Was ist denn? Manchmal ist es auch echt ein bisschen frickelig, ne? Muss man ja ganz klar sagen. So, Kettensäge, hepp. Weg den Scheiß, hat ihn nichts verloren. Zack. Keine Macht im Grünzeug. So, dann gehen wir gleich weiter hoch. So extrem hoch müssen wir ja gar nicht. Ach komm. Frickel, frickel, ey, meine Güte. Man kann sich das auch schwer machen. Oh, und ich habe mittlerweile echt eine Menge Beton verhämmert. Ich habe vorne irgendwie 500 aufgehoben. Da ist jetzt kaum noch was von übrig. So. Also noch einen höher. So. Und dann sind wir doch schon fast da. Und dann können wir eigentlich auch fast auf eine Höhe gehen. Ist auch egal. Wir holzen erstmal ab hier. Weg damit. Kraftwerke müssten tatsächlich demnächst auch mal wieder den Geist aufgeben. Och, halt's Maul, ey. Meine Güte, kann mich das nerven. Kann mir das auf die Ketten gehen, aber okay. So, da oben müssen wir hin. Gucken wir mal. Da kommen unsere Rohstoffe, das heißt bis hier. Der Form halber machen wir das voll. So, dann haben wir da drüben tatsächlich Sonnenteil dran. Und nochmal eine halbe Platte drunter. Ja, macht auch Sinn. Scheiße. Okay, wir holen erstmal Beton. Alles klar. Was willst du machen, ne? Hilft nichts. Ich bin gar nicht so schön im Bild. Soll ich mal ein bisschen ranrücken? So. Boom, alles wackelt. Jetzt sieht man mich. Ja, man sieht mich. Alles cool. Ah, und ich kann hier halbwegs gerade durchrennen. Schön. Zumindest das Ziel ist erfüllt. Da war ja was. Wupp. So. Hier dürfte sich ordentlich was gesammelt haben. So. Wieder. Was jetzt? Ach komm. Ehrlich? Och nö. Ich will den jetzt nicht abreißen. Was soll denn das? Reicht's, wenn ich den abreiße? Ja, sehr schön. Bauen wir aber gleich wieder hin. Ich fand den da ganz schick. So. Wird nichts verschwendet. So. Dann rennen wir wieder darüber. Hier liegen Eisenplatten bis zum. Wie viel habe ich da eigentlich noch dabei? Noch ordentlich. Eisenstangen habe ich auch noch ordentlich. Ach, wir brauchen mehr Schrauben, ey. Das geht so nicht weiter. Das heißt, der da muss irgendwie effektiver werden. Wir brauchen bessere Förderbänder. Noch viel wichtiger. Viel wichtiger als mehr Schrauben. So. Ja, wir bauen jetzt einfach weiter hier. Ganz stumpf. Zack. 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 Und hoch das Ganze. Ich will den Weltraumlift so hoch wie möglich haben. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich baue das einfach mal. Fuck, ey. Ach, ich bin hier früher hochgegangen. Scheiße. Na egal. Wir machen das einfach so. So, jetzt gucken wir mal von unten. Das kommt weg. Das kommt weg. Und dann machen wir nämlich mal Folgendes. Ich will mal sehen, ob das geht. So. Und
Theoretisch müsste ich doch... Nee. Warum kann ich... Scroll up, scroll down. Ja, das habe ich ja hier. Schade. Das muss man doch irgendwie andersrum bauen können. Dass man hier quasi eine Schräge von unten nach oben hochzieht. Es kann doch nicht sein, dass hier nur so rum das Ganze baubar ist. Also auch wenn ihr das wisst, gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Ne, also ich versuche das hier dran auszurichten, aber will nicht. Schade. Egal, wir haben erstmal einen Weg hoch. Das, was wir eigentlich machen wollen, können wir jetzt machen. So. So. Ich habe schon wieder die Vermutung, dass der Weg zu lang sein könnte, aber okay. Halb so wild. So. So. Zack. Machen wir hier mal weiter. Du kommst erstmal dahin. Du kommst erstmal dahin. Und auch damit. Ja, bis ich jetzt genug zusammen habe, damit ich das da in den scheiß Lift schmeißen kann, ne? Dauert doch ewig und 3 Tage. So, 4. Wieso snappt das eigentlich nicht? An der Leitlinie. Das finde ich total doof. Ungültiges Ziel. Willst du mich willst du mich rollen oder was? Geht doch. Und nochmal. So. So. Und so. Und dann können wir hier, glaube ich, schon flacher werden. Weil hier werde ich wohl nicht mehr so oft lang rennen. Da mache ich dann so. So. Und so. Daran, daran. Und, na komm. Snap, snap. Was ist denn jetzt dein Problem, ey? Mal klar. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall einen. Hier einen. Und hier einen. So, der erste kommt dann von da. Zack, zack. Der zweite. Fährt hier runter. Das geht, sehr schön. Und der könnte dann theoretisch schon hier hingehen und dann auch... Nein, schade. Sieht auch nicht so schön aus, wie ich es mir gedacht habe. Von daher gar nicht so schade. Wir gucken mal, wie das wirkt. Oh, bitte, ey. Ich glaube, damit kann ich leben. Ja, das ist doch ganz okay, oder? Echt jetzt? Ich habe nicht genug Eisenplatten. Ich habe eben noch gedacht, hast ja ewig viel. Alles überhaupt kein Ding. Pustekuchen. Wieder einmal Pustekuchen. Das nervt mich das, dass da nicht... Dass der nicht genug abtransportiert kriegt, ne? Da kriege ich eine Macke. Das macht mich echt fertig. So, Eisenplatten. Haben wir wo? Müssten noch hier liegen. Jo. Gar nicht so viele, wie ich gedacht hätte. So. Und dann wird das, glaube ich, erstmal ewig dauern, bis wir den hier so gefüllt haben, dass er abflugbereit ist. So. 1, 2, 3. Damit wieder gefüttert. So. Und jetzt können wir warten.
Also hier wird ja maximal irgendwie mal eine Platte rüber geschossen. Das ist ja nun wahrlich nicht die Welt, ne? Wie viele wurden hier bereits produziert? 32. Achso, die gingen ja bis eben noch alle gerade durch, ne? Das heißt, Rotoren müssten schon ein paar da sein. Rein theopraktisch. Wir bauen die mal auf dem Weg zu Ende fertig, wa? Der sieht sonst ein bisschen scheiße aus. Ja. So. So. Und so. Und so. Und so. Na komm. So. Schön. So. Das heißt, du müsstest doch eigentlich schon... Nee, nichts bekommen. Habe ich die Splitter falsch gesetzt? Nanü, nanü, nanü. Da geht wieder einer durch. Kommt hier keiner raus. Hier läuft auch nichts lang. Produktion 0. Es fehlt an Schrauben. Und zwar nicht zu knapp. Die laufen hier aber auf jeden Fall lang. Die kriegt auch ein paar zumindest. Rödel, rödel, rödel. So, jetzt achten wir einfach mal drauf. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, warum ich das... Also, ist eigentlich auch lang. Kann man eigentlich hier oben lang laufen, oder? So, irgendwo müssen die ganzen Rotoren aber gelandet sein. So, der müsste gerade ein... Da kommt er. So, wird er durchgewunken? Ja, wird wieder einfach durchgewunken. So, Moment, die sind noch farblich markiert, oder nicht? Ja, hier ist der Eingang. So, der wurde durchgewunken. Das heißt, der nächste müsste eigentlich hochgehen. Hier Schrauben reinschmeißen? Ja. Leg mal los hier. Mit dem mache ich das auch mal. Aber mehr als genug da. So. Wo geht der hin? Wenn der wieder durchgewunken wird, kriege ich eine Macke. Der wird wieder durchgewunken. Hier splittet gar nichts. Warum splittet hier der hier nicht? Rödel, rödel, rödel. Und wieder einer. Jetzt sag nicht, der wird wieder durchgewunken. Kriege ich hier echt ein zu viel? Ja, wieder. Warum gehen die alle hier rein? Das ist doch scheiße. Wieder hier rein. Warum kriegt der nichts? Wir reißen das mal einmal ab. Das kann ja irgendwie nicht angehen. Durch zu steil. So. Nur mal, um mal einmal zu sehen, ob das hier überhaupt ist. So. Der geht auch durch. Wir versuchen mal was. Ja, deswegen. Okay. Das erklärt natürlich einiges. So und so. Jetzt wieder ein Lift. Zack. Ja, natürlich. Förderlift. Okay, jetzt geht auch ein bisschen weiter rein. So, aber jetzt sollte das funktionieren. Das gleiche machen wir hier. Zack. Ja. Das genau gleiche Problem. So. Jetzt funzt es. Und jetzt sollte da... Ja, ein Rotor läuft. Ich werde verrückt. Wer hätte das gedacht? So. Wir brauchen trotz allem
Ja, wir haben eigentlich genug Schrauben. Eigentlich haben wir genug Schrauben. Ich lagere halt eine Menge ein, ne? Die Frage ist das clever? Oder könnten wir hier nochmal irgendwie... Könnten wir nochmal eine Schraubenproduktion vorlagern? Dann holen wir nämlich von einmal dafür Schrauben, einmal dafür Schrauben. Und dann könnt ihr das einfach durchjagen. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Weil Eisenplatten haben wir eh genug. Ne, mehr als genug, oder? Wie viel bleiben denn hier übrig? Zack. Das Ding ist proppevoll. Und das, naja, geht so. Warum ist das eigentlich nicht so proppevoll? Weil es nicht läuft. Warum läuft denn das nicht? Was ist denn hier los? Warum kommen hier keine Eisenstangen? Nanu? Ist irgendwas nicht angeschlossen? Du hast irgendein Problem. Ach, da! Da ist unser kleines Problem. Zack. Und kriegen wir auch wieder mehr Eisenplatten. So. Das war reichlich dumm. Dumm, die dumm, die dumm. So. Aber da fällt mir dann auch wieder ein. Okay. Wie machen wir das? Wir könnten den Lift einer vorne ziehen. Und dann würden wir hier einfach noch einen Konstruktor hinsetzen. Weil das ist ja hier das Nadelöhr gerade. Das ja nicht sein müsste. Ne, dann würden wir einmal Teilung hier wegnehmen. Und würden da mehr reinstopfen. Ich denke, wir brauchen auf lange Sicht ohnehin mehr Eisenstangen. Oh, ich habe eine Idee. Ich probiere jetzt mal was. Dafür... Ja. Moment. Wände. Machen wir einmal hier eine Wand hin. Und hier eine Wand hin. So. Und ja, machen wir zwei davon. Ich zeige euch das Ding. Das reißen wir ab. Nee. Eine Wand reicht. So, da machen wir hier so ein Fundament drauf. Dann setzen wir hier nämlich einfach nochmal Konstruktor drauf. Mann, scheiße. Moment. Ja, Provisorium. Kommt nachher wieder weg. Und Konstruktor. So. Und dann warum ist hier eigentlich kein Mast? So. Und aus Prinzip einfach auch nochmal so. Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, da der ja nicht hinterherkommt, müssen wir uns hier jetzt was überlegen. Logistik. Eigentlich können wir das... Ja, das machen wir anders. Nehmen wir komplett weg hier. Und dann machen wir hier einen Förderbandsplitter hin. Ja. Das sieht scheiße aus. Sieht immer noch scheiße aus. So machen wir es. So. Dahin. Und von hier aus dahin. Mhm. Dann passt das mit der... Na, Steigung nicht ganz.
Noch einen nach hinten. Ich weiß, ich habe da einen kleinen Spleen, aber hilft alles nichts. Gucken wir nochmal. Ja. So, das ist gut. So. Dann kommt hier ein Förderlift. Der da rüber geht. Das müsste passen. Sieht aber gleich wahrscheinlich scheiße aus. Ja. Gut, bisschen weiter nach vorne. So, so. Eins, zwei. Viel besser. Rein in den Konstruktor. Und dann machst du doch bitte Schrauben. So. Und dann haben wir hier nochmal Schrauben nachgezogen. Und können dann von hier aus hier zumindest nicht hingehen. Okay, gar nicht wild. Zack, zack, zack und zack. Und dann kriegt ihr auch wieder Schrauben. Und zwar in Massen. Ohne dass wir das nochmal zwischenlagern. Wir brauchen weniger Rotoren, glaube ich. Hoffe ich, denke ich, möchte ich, wünsche ich mir. So. Du brauchst aber Strom. Das macht Sinn. Bitteschön. Sollst du haben. Und dann kommen hier tatsächlich Schrauben raus. Wupp, wupp. Und wir können ganz viele Eisenplatten produzieren. Jo. Und du solltest jetzt doppelt so viele doppelt so viele Schrauben kriegen. Nee, ein Drittel mehr. Also das ist schon mal ein guter Anfang. Und wir legen hier trotzdem noch einen Vorrat an. Wenn das Ding voll ist, geht sogar alles hier hinten hin. Ja, da bin ich glücklich mit. Ich glaube, ich finde die Lösung gut. Richtig gut sogar. Eisenstangen haben wir eh en masse. Ne, warum sollen wir nicht die, die wir haben, nutzen? Und jetzt ist die Effizienz, naja, geht so. Ne, aber ihr seht, das steht hier immer noch. Der kommt gar nicht hinterher. Der kriegt das gar nicht alles weggeschafft. Vielleicht, wenn ich den Splitter direkt anschließen würde. Das versuchen wir mal. Das dürfte den Output ein wenig erhöhen. So. Ist die Frage, ob ich den so anschließen kann wie bei dem anderen Teil. Oder ob da überhaupt was passiert. Na? Kommt da was raus? Na. Schade. Wieder weg. Und Förderbandsplitter. So. Wieder neue Fließbänder ran. Und dann haben wir noch den Schnack. So. Kann weitergehen. So. Bin ich damit glücklich? Ich weiß das selber noch nicht so genau, ob ich damit glücklich bin. Aber ich finde es erstmal okay. Ist das gerade? Da ist noch ein Knick drin, oder? Ja. Dann möchte ich das nicht. Förderlift. So. Und jetzt ist gerade. So. Damit kann ich da leben. Wie ist bei dir die Effektivität? 100%. Warum produziert der auf 100%? Und der nicht. Das ist mir ein Rätsel. Also jetzt mal ohne Scheiß, verstehe ich wirklich nicht. Das Förderband schafft genauso viel weg, logischerweise, weil es genauso viel Power hat. 100%, 100%, 100%. Es bleibt auf 100%. Hab ich
ich den hier einmal abreiße? Zack. Ich baue den mal neu. Weiß der Geier, was hier gerade irgendwie nicht passt. So, Produktion, Konstruktor. Kann nicht sein, dass der eine mit 100% läuft und der andere nicht. Das ist total widersinnig. So, so, so. Und du machst bitte Schrauben. Gönn dir. Hier, kriegst du auch ein paar auf Halde. Achso, ja, Strom brauchst du auch. Gestehe ich dir zu. Darfst du haben. Bitteschön. Und jetzt leg los. Und bitte mit 100% Effizienz, wenn es geht. Na, das sieht doch besser aus. Der kriegt trotzdem hier die Batterie. Ne, ganz einfach. Ja, besser. Ich weiß nicht warum. Weil hier noch das Zwischenlager ist. Ne, das wir ja auch irgendwie haben wollen. So. Damit wird unser Weltraumlift endlich beliefert. Und ich habe irgendwie nur eine halbe Stunde dafür gebraucht. Oder länger, man weiß es nicht genau. Chip, 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 chip. Gehen wir mal. Ein einzelner Rotor. Ob hier Eisenplatten ankommen, das weiß niemand. Sieht tatsächlich nicht so aus. Doch, da kommen sie. Tada! Und die ersten sind drin. Wupp, wupp. Schön. Dass wir dicke Manta rauchen. Und wir können das Ganze von hier mal ein bisschen angucken. Jo. Jetzt würde ich dem Ganzen mal eine fixe Form geben. Weil das ist doch scheiße hier. Das ist absoluter Müll. Ich glaube, die reiße ich dann auch wieder ab. Und setze zwei nach hinten. Und das war's mit Strom. Düm, düm. Es wird so verdammt sehr Zeit für... wie heißen sie? Für Kohlekraftwerke. Ich kann das gar nicht so sehr beschreien, wie es Fakt ist. So. 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 Ja, so finde ich das okay. Werkbank gleich daneben. So. Und dann können wir hier alles bauen. Sehr schön. So, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, würde ich vielleicht mal händisch ein paar Rotoren und so bauen. Damit wir die nächste Upgrade-Stufe einfach mal kriegen. Ah, komm mal näher ran hier. Was fehlt denn jetzt? Schrauben fehlen. Ja, holen wir. Dafür haben wir... Was? Warum steht das hier? Was ist hier los? Achso, ja, wir haben keinen Strom. Das ist hier los. Ja, dann machen wir wohl erstmal Strom. Das geht ja zum Glück relativ fix. Fundamente, Organisation, hier haben wir sie. Ich will hier mal das Ding mal eben fix wieder aufbauen. Zack, das muss ich vorhin einmal wegreißen. Das ist voll ätzend. Dadurch, dass ich vorhin schon aufgenommen habe, weiß ich nicht, wo ihr dabei seid und wo nicht oder wart. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, ätzend, blöd. So, wie viel Strom, Biokraftstoff haben wir denn noch? Oh shit. Das könnte sich als Problem herausstellen. Das ist tatsächlich nicht genug. Nicht mal annähernd. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen was holen. Wie viel Pflanzenkram habe ich hier? Das nehmen wir mit. Das bisschen Holz auch. Da können wir zumindest ein bisschen was nachproduzieren. Aber nicht die Welt. Problematisch. Wir müssen mal Holz fällen gehen. Warum liegt hier Holz rum? So, Rinder mit. Und dann spuck das mal aus. Ich hätte das auch direkt hier reinschmeißen können, aber okay. So, Holz. Ich würde sagen, holzen wir doch da hinten ab. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Ah, wieder so ein Gamebreaker. Guckt wieder keiner zu. Müller singt. Das kommt nie gut. Ring, ring.
Stirb! Oh. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Oh, eine Beere. Die nehme ich. Ein bisschen Treibstoff zum Fällen hätten wir vielleicht mitnehmen sollen. Aber derweil sollten zumindest ein paar Liter wieder fertig sein. Zack. Nö. Ach, ich bin auch ein Idiot. Kann ja gar nicht laufen. Moment mal. Das machen wir dann anders. Du hast Strom, richtig? Ja. Der läuft dann nämlich wieder. Und der kann dem hier... Strom liefern, sodass der zumindest schon mal ein bisschen Kraftstoff herstellt. Den Rest machen wir selber. So. Ne, hier wird nichts verschwendet. Und da läuft die Kettensäge wieder. Herrlich. So. Da mussten wir doch gleich mal umdisponieren. Ich glaube, wir werden hier so einen Notfallgenerator neben spaxen, der nur dafür da ist, dass Biotreibstoff hergestellt wird. Ich glaube, das wäre noch eine ganz sinnige Verbesserung. Da hätten wir auf lange Sicht, glaube ich, eine Menge Zeit mitgespart. Zack. Ja, damit. Meins. Ich brauche Holz. Na komm. Geht doch. Meine Fresse. Bald ist hier wirklich nicht mehr viel von der schönen Natur übrig. Aber das war das Ziel, würde ich sagen. Ne? So. Das auch. Weg damit. Eure Daseinsberechtigung ist definitiv abgelaufen. Habt ihr nichts mehr zu suchen? Ich glaube, wenn wir 200 Holz haben, düsen wir erstmal zurück, füllen das wieder auf. Oder? Eigentlich auch scheißegal, oder? 500 Blätter. Das ist eine Menge. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz habe ich noch? Ja, ein bisschen. Da geht noch. Was ist das denn? Was ist das? Ist das dieses Sphärending? Ich glaube ja, ne? Nee, das ist doch was anderes. Was ist das? Mal zufällig so drauf gestoßen. Oh, es bewegt sich. Alter. Muss ich Angst vor dir haben? Was bist du? Ich will es schlagen. Habe ich Inventarplätze frei? Ja. Okay, es hat ein Auge, oder? Wow! Okay. Okay. Gut, wir werden keine Freunde. Okay. Nicht nähern. Alles klar, habe ich verstanden. Hab ich verstanden, ich lasse es bleiben, ich gehe weg. So schön sie aussahen, ne? So schön sie aussahen, so assi sind sie. Okay. Ist gemerkt, ich lasse es bleiben. Ring. Was? Kalkstein? Wo habe ich denn jetzt Kalkstein herbekommen? Geht das weg, sie? Oh! Hier liegt Kalkstein rum, das ist ja geil. Also nicht, dass ich noch ein Betonproblem hätte, aber cool. Gut zu wissen. Könnten wir nochmal nachlegen. Schnauze. Ne, wenn man hier steht, könnte man wieder denken, ach schön, da könnte man hin, aber nein, Pustekuchen. Geht nicht. Das Ding hier ist auch assi, ey. Könnt ihr das wegmachen? Ne. Hat den... Schnabel, sag ich dir. So, wir machen erstmal die ganzen Blätter weg. Na, ja. Ein bisschen Platz kriegen wir dadurch geschaffen. Und dann haben wir wieder Treibstoff gleich. Schön. Ne, wirklich Platz kriegen wir dadurch auch nicht. Aber egal, wir bringen das jetzt mal weg.
Hier ist auch schon wieder Sense. Rennen damit. Und dann gibt es noch mehr. Wir haben noch Holz, ne? So, davon dürfen wir eine ganze Menge mehr kriegen. Jo. Holz ist echt geil. Ne? Habe ich immer gesagt. Ich fand Holz immer cool. Wirklich immer. Ich bin ein großer Holzfan. Und ja. Gib ihm hart. Zack. Der Kram kann hier rein und dann holen wir den Rest. Ich könnte auch einfach nicht. Wisst ihr was? Ich baue hier eine Werkbank hin. Produktion, Werkbank. Setzen wir gleich hier vor. Steht der mittig? Ja, der steht mittig. Dann können die Werkbank auch mittig. So, dann machen wir das nämlich hier. Was soll das Ungeeile? Ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie Mangel hätte. Dass ich allerdings gerade nichts produziere, nervt mich abgrundtief. Wie viel haben wir hier drin? Nicht genug. Gut, ein bisschen was müssen wir also selber herstellen. Ja. Biobrennstoff. Immer 300 werden das nur. Wie ätzend. Wie ätzend. Das nervt richtig. Ich könnte jetzt die Rotoren zumindest weiter herstellen, aber das bringt mich irgendwie auch nicht weiter. Ich habe einfach einen großen Kraftstoffmangel. Wobei ich sagen muss, wir hatten jetzt auch eine ganze Weile Ruhe. Ne? Also, wir wollen mal nicht überträumen, das Ganze. So, aber trotzdem kriegen wir damit ja nicht die Generatoren hier voll. Wir könnten überall erstmal 50 reinmachen. Oh. Machen wir mal 50. Damit es überhaupt erstmal wieder läuft. Und das hält ja nicht ewig vorne. Aber bis dahin haben wir wieder ordentlich was nachproduziert. Von daher... Oh, hier ist noch drin. Sehr schön. Der macht gerade ausschließlich fürs Kraftwerk. So, das heißt, hier kann auch noch ein bisschen was rein. Und hier auch. Und dann hoffen wir... Nee, wir brauchen noch einen Generator. Scheiße, ich hab's mir gedacht. So, das hier nehmen wir einfach mal weg. Ja, halt die Klappe. So, wenn wir jetzt hier nämlich so rangehen, dann müssten wir ihn wieder anschmeißen können. Nein, können wir nicht. Warum nicht? Welcher steht denn hier? Der hat auch. Sind doch alle dran. Und eben lief doch noch alles. Du bist auch am Netz. Alle am Netz. Wie kann das denn sein? Die müssen jetzt eine Fabrik weniger befeuern. Und springen trotzdem nicht an. Warum nicht? Ach, frag dich nach, Markus. Mach einfach mehr. Mach mehr. Denn mehr ist immer mehr. So, ran an Strom. Dann holen wir noch ein bisschen Treibstoff von hier hinten. Und dann läuft das erstmal wieder. Dann, aber wirklich, jetzt mal im Ernst. Kann nicht sein. So, hier und jetzt mach. Jetzt läuft's. Also wir waren wirklich kurz an der Kurzgrenze. Warum ist denn da so eine Riesenspitze? Wo kommt die denn her? Also wir hatten bisher anscheinend erstmal Glück. So, gut. Das läuft, jetzt kriegt der auch noch ein. Damit der autark arbeiten kann. So. Der ist nur dafür. Und da haben wir den hier raus. Und füllen den damit. So, damit stellt er auch wieder her. Kommt ja ordentlich was raus. Dum, 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 dum.
Okay. Effizienz 0%. Ist auch interessant, oder? Niemand weiß, warum es so ist. Aber es ist so. So. Behelfsmäßig läuft alles wieder. Aber auch wirklich nur behelfsmäßig. Wir brauchen viel mehr von der Biogrütze gerade. Hm. Eigentlich bleibt dann nur da hinten die großen Bäume, ne? Was anderes ist völlig sinnbefreit. Das stört mich ja ästhetisch auch tierisch, ne? Hui! Ring! Na komm. Ab geht's. Und weg damit. Gib mir Holz. Viel Holz hilft viel. Wir wollen weit gucken können. Das ist alles für Tourismus. Mehr nicht. Die Menschen wollen auf diesem schönen Planeten Urlaub machen. Direkt neben meiner Fabrik. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich meine, wer würde sich das nicht angucken wollen? So. Wunderschön. Rabimmel. Auch weg. Und auch weg. Und weiter hoch hier. Scheiße. Wir müssen tatsächlich diesen Container mal ordentlich füllen jetzt hier. Zack. 155 Holz. Mehr. Das reicht uns nicht. Wir sind gierige kleine Äffchen. Weg. Okay, da ist wieder so ein Giftding. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, da ist noch einer. Schnell weg. Ich glaube, es reicht, dass wir das abfacken können hier. So, und jetzt verpissen wir uns ganz schnell. Das ist mir hier zu heiß. So, wie viel Platz haben wir noch? Genügend. Sehr schön. Und die Himbeere bleibt sehr schön. So. Hm. War jetzt nicht so viel Holz, ne? 100? 200? 233. Wow. Wow. Das geht aber. Was ist denn hier los? Okay. Okay, okay. Oh, der Rochen ist wieder da. Hi. Ich mag ihn. Der ist mein Freund. So, dann müsste es ja irgendwie auch so ein Bio-Suit hier geben, oder? Damit ich an diesem Giftscheiß irgendwie auch vorbeikomme. Oder ich spreng die Dinger einfach aus dem Leben. Wie sich das gehört. Macht er. Ja, okay, das wird hier... Aber langfristig ist das hier nix, ne? Also... Ich meine, irgendwann geht mir auch einfach das Holz hier mal aus. Das ist doch scheiße. So, Ruhe jetzt. So, meine anfängliche Frage von vor 5 Folgen oder so. Wachsen die nach? Offensichtlich nicht. Das heißt, wenn ich mich zu blöd anstelle, werde ich dieses Spiel nie schaffen. Hm. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, ein bisschen was Grünes. Proforma lassen wir mal da. Und dann gibt es ein bisschen Biomasse. Oder auch nicht, weil wegen voll. Ist ein Haufen Kalkstein drin, ey. Den ich so mal nebenbei mit abgebaut habe, warum auch immer. Aber gut, uns geht es nur um die Energie. Mama voll. Dick, 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 dick. Das lohnt sich doch. So, und aus Holz, weit effizienter. So, rein, 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 rein. Ist noch mehr da? Ne, der Stack ist nicht voll. Gut. Und weiter geht's. 1000 können wir noch machen, das sind noch ein paar Stacks. Damit sollten wir erstmal eine Weile zurechtkommen. Ist zwar noch keine Kohle, also es reicht für 660 Biokraftstoff, was ich alleine jetzt hier habe. Da sollte was gehen. So, ein bisschen Biofuel für die Kettensäge haben wir auch noch. Ist das hier Eisenerz? Warum auch immer ich wieder Eisenerz habe.
Soll es mir egal sein. Gut. Wie viel haben wir hier jetzt mittlerweile? Das ist nicht die Welt, ey. Es hält hier alles gerade so am Laufen. Der ist fast voll. Der ist fast voll. Der... Ja, komm. Wir haben hier ganz andere Probleme. Machen wir 50 hier rein. So. Und so. So, dann sind wir hier bei 80. Hier auch bei 80. Hier bei fast 100. Der hat 80. Und der hat zu wenig. So. Haben wir erstmal 80 bei allen drin. Wie viel hast du? 40. Das hält auch eine Weile vor. Wie lange steht das irgendwo? 20 Megawatt. Steht nicht. Das ist aber doof. Dann kriegst du halt nochmal 30. Dann läufst du auch nochmal eine Weile. So. Und jetzt, meine lieben Freunde, ist die Folge auch tatsächlich zu Ende. Ich bin zu weniger gekommen, als ich jetzt noch wollte. Die letzte Viertelstunde war ja tatsächlich erstmal nur Treibstoff und alles irgendwie am Laufen halten. Was ist hier los? Achso. Das nervt mich jetzt doch, weil irgendwie kommt hier noch nichts ran und dann lassen wir das auch einfach erstmal stehen. So. Hier wird fleißig produziert. Und unser Weltraumlift. Ich war gerade echt erschrocken, habe gedacht, hier ist wieder nichts rübergegangen, aber doch. Wir gucken mal, ob wir das Projekt noch abschließen können. Das wäre ja cool. Aber hier dürfte nicht viel passiert sein. Ne, 21 und 16. Ich habe zwar noch 28 auf Tash, aber das ist ja nicht die Welt. Oh, das muss ich gar nicht so machen. Das ist ja, das machen wir jetzt noch. Das wird der krönende Abschluss. Das haben wir uns heute verdient, wisst ihr das? Wir können die da nämlich doch reinschmeißen. Ich dachte, das wird nur mit den Förderbändern gehen. Aber das ist ja schön. Da haben wir nämlich tatsächlich genug. Dann können wir nämlich nächste Folge schon das nächste Projekt angehen. Beziehungsweise diese Folge anfangen und ihr habt einen Grund, nächste Folge mitzugucken. Ist doch schön. Wo wir dann wahrscheinlich wieder weiter ausbauen müssen, weil wir das, was wir dann brauchen, nicht da haben. So. Zack. Ziel. Okay. Okay, wird verriegelt. Zack. Gut. Kiste senden. Eingehende Nachricht. Okay. Oh, nein, 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 nein. Ich will das doch sehen. Pfui. Na, gönn dir. Brudi, Alter. Geht ab. Eingehende Nachricht. Wir gucken mal. Was haben wir denn da? Also die Frage ist, kann ich jetzt... Gut, okay, der hat gesendet. Was kann ich hier jetzt machen? Ah, jetzt könnte ich hier Motoren und modulare Rahmen. Okay. Die würde ich dann tatsächlich aus den Eisenplatten machen. Meine Fresse. Und aus die mache ich aus. Ein Motor erzeugt eine mechanische Kraft, mit der Gegenstände von Maschinen zu Fahrzeugen werden. Aber offensichtlich kann ich die nicht produzieren. Okay, muss ich wahrscheinlich händisch machen. So, aber sehe ich das richtig, dass ich jetzt Stufe 3 und 4 da hinten freischalten kann? Dann gucken wir da nämlich noch rein. Was es da Schickes gibt. Laufen heute mal hier lang. Hui. Ab drüber über die Hürde. Geronimo! Boop. Alles läuft, alles schön, alles schick. War das jetzt nur dafür da, dass ich hier... Ne, hier nicht. Hier weiter upgraden kann. Tatsache. Kohleenergie! Kohlescanner, Kohlegenerator, LKW-Station und Schlepper. Oh, schön. Und bessere Förderbänder. Whoop. Fördermast stapelbar. Okay. Stapelbarer Fördermast mit fixer Größe.
Das ist ja interessant. Okay, 5 Mark 2. Okay, Federband Mark. Ja, gut, gut, sehr gut. Stahlproduktion, meiner Mark 2. Oh, cool. Stahlträger, okay, Stahlrohre. Soweit war ich noch nie. Habe ich auch noch nie irgendeinem Let's Play geguckt oder so. Schwerer Modularrahmen, okay. Hier sind auch die Motoren. Der Stator. Stahlbetonträger, ja. Verbesserter Nahkampf. Xenobasher. Starker Elektroschocker als Selbstverteidigungswaffe für den Nahkampf. Ein Arm-Equipment-Slot, okay. Dass ich eine zweite Waffe reinpacken kann und mehr davon. Logistik Mark 3. Oh, industrieller Lagercontainer. Ich wusste gar nicht, dass es größere gibt. Und Förderband Mark 3. Ah, brauche ich denn die Motoren für, die ich noch nicht habe. Wo ich dann... Ja. Also ich könnte zwei quasi überspringen, wenn ich das wollen würde. Ne, warum soll ich das machen, wenn ich das haben kann? Völlig sinnbefreit. Die Frage ist, was brauche ich dann nachher für diese Förderbänder? An Material. Wir werden es herausfinden in einer der nächsten Folgen. Ne? Damit danke ich euch jetzt erstmal vielmals fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich fand es ganz witzig. Ich habe jetzt traurigerweise 1,5 Stunden fast gespielt. Aber das ist ja gar nicht weiter wild. Denn ich habe Spaß gehabt. Ihr vielleicht nicht, weil ihr nicht zugucken konntet, aber meine Güte. So ist das manchmal. Aber der Blick ist ja auch gerade eigentlich ganz romantisch mit unseren zwei verträumten Mienen da hinten. Ne? Egal, anderes Thema. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich habe ein paar Fragen gestellt während der Folge. Wäre cool, wenn da einer die Antwort weiß. Würde ich gerne herausfinden und erfahren und so weiter. Ich weiß nicht mal mehr, was die Fragen sind, aber die Antwort wäre cool. Und ja, Abo, Like, gerne mal auf Social Media teilen, wenn es euch gefällt. Ein paar mehr Abonnenten heißt paar mehr Kommentare. Ein paar mehr Kommentare heißt, es wird ein bisschen belebter. Haben wir alle was von. Ne? Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche noch. Und halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsen.